Hochdachkombis liegen derzeit absolut im Trend. Das liegt zum einen daran, dass Familien auf der Suche nach Platz oft zu diesen kompakten Hochdachkombis greifen müssen, weil die normalen klassischen Familienvans auf dem Markt verschwunden sind. Und zum anderen daran, dass immer mehr Freizeitaktivisten solche Fahrzeuge nutzen, im Do-it-yourself-Umbau zum Camper umzurüsten. Denn das Fahrzeug kann zum einen dann ganz normal als Pkw genutzt werden, auch mit Pkw-Zulassung als Geschäftswagen. Und zum anderen ist dann einfach die Möglichkeit gegeben, kurzfristig einfach mal einen Ausflug ins Grüne zu machen und irgendwie autark auch zu stehen. Dafür sind diese Hochdachkombis wie eben der Renault Kangoo, der heute mit mir vor der Kamera steht, perfekt geeignet. Damit herzlich willkommen schon einmal bei UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt hier zu diesem Video. Heute geht es um den Renault Kangoo, wie unschwer zu erkennen. Der steht jetzt hier vor der Kamera, ist gerade komplett erneuert worden. Ich hatte euch ihn schon in einem ersten Kontakt vorgestellt. Heute geht es darum, wir nehmen den Wagen auf Verbrauchsfahrt. Ich werde euch während der Verbrauchsfahrt alles rund um diesen kompakten Hochdachkombi erklären. Und interessant ist, wir haben nämlich unter der Haube das Basistriebwerk, den TCE 100. Was das genau ist und warum das eine Besonderheit sogar darstellt, das erfahrt ihr unter anderem, wenn ihr dran bleibt. Ich würde mich freuen, den Kanal bitte zu abonnieren und gerne dem Ganzen auch ein Like zu geben, vor allem aber auch zu kommentieren, denn unten in der Kommentarbox können wir dann anschließend ein wenig in den Kontakt treten und über den Renault Kangoo oder eben Hochdachkombis im Allgemeinen diskutieren. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem UBI und dem Renault Kangoo TCE 100. Der Renault Kangoo ist nun in dritter Modellgeneration erhältlich und da hat sich doch durchaus ein bisschen was verändert. Vor allem er ist etwas großzügiger geworden mit Abmessungen von 4,49 Meter Außenlänge, 2,16 Meter Außenbreite mit Außenspiegeln und 1,84 Meter Bauraumhöhe mit der hier verbauten modularen Dachreling. Das Fahrzeug wiegt leer 1593 Kilo, hat jetzt an der Front serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer, die eine sehr gute Ausleuchtung in der Nacht bieten und wirklich ein gutes Lichtsystem sind. Vor allem für ein serienmäßiges Lichtsystem ist das schon sehr beachtlich. Die Front sehr breit gezogen durch die breiten, schmaleren Voll-LED-Scheinwerfer, sehr freundlich und auch das typische Renault-Markengesicht ist wiederzuerkennen mit dem großen Rhombus im Kühlergrill und den Chromausläufern, die die beiden Scheinwerfer sogar miteinander optisch verbindet. Die Seitenlinie, typisch Hochdachkombi, ganz klassisch, hochbauend, quadratisch praktisch gut. Wir haben eine steil abfallende Heckpartie mit einer großen, fast im 90-Grad Winkel öffnenden Heckklappe. Darunter kann man auch mit einer Größe von 1,78 Meter locker stehen. Der Kofferraum hat ein Volumen von 519 bis maximal 2031 Liter, was jetzt eher etwas irrelevant ist. Viel interessanter ist natürlich, wir haben eine niedrige Ladekantenhöhe, einen fast ebenen Laderaumboden. Allerdings, wenn wir dann die Rücksitzlehnen, die im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar sind, eben flach falten wollen, dann ergibt sich dennoch eine leicht ansteigende Ladefläche. Bei den Innenabmaßen sieht es so aus, dass wir 111 cm Bauraumhöhe haben, Bauraumbreite 119 cm in der engsten Stelle oder 152 cm zwischen den Schiebetüren, eine Laderaumtiefe von 102 cm in der Standardkonfiguration. Wenn die Rücksitzlehnen umgelegt sind, haben wir 1,68 Meter.
1,86 Meter Laderaumlänge und wenn wir sogar die Beifahrersitzlehne umklappen, können wir bis zu 2,70 Meter lange Gegenstände in den Kangoo einladen. Den Zustieg in den Fond erleichtern natürlich die zwei Schiebetüren, die serienmäßig an Bord sind. Ein fast gerader Einstieg, etwas erhöht sogar. Das ist sehr bequem und angenehm. Großer Ausschnitt bei der Tür, sodass man auch Kindersitze wunderbar hineinbekommt. Das Sitzen selbst für Erwachsene mit meiner Größe von 1,78 ist sehr gut. Ich habe noch genügend Kniefreiheit hinter mir. Es gibt auch genügend Kopffreiheit natürlich. Es sitzt sich angenehm auf der straff gepolsterten Bank. Wir haben keine Mittelarmlehne, wir haben auch keine Einzelsitze, sondern eine Zweierbank auf der linken Seite und auf der rechten Seite einen Einzelsitz. Es gibt nur zwei Isofix-Möglichkeiten auf der Rücksitzbank und zwar an den jeweils Außenpositionen. Allerdings sollte ein Kindersitz in der Mitte auch problemlos installierbar sein. Für Kinder gibt es dann auch aufklappbare Tische optional, die bieten auch eine solide Basis, sind auch wirklich gut nutzbar. Leider gibt es aber keine Sonnenschutzrollos an den Schiebetüren, dafür aber elektrisch öffnende Fenster, was ja zum Beispiel der Caddy nicht bietet. In der ersten Reihe sitzt es sich dann auf wirklich bequemen Sitzen. Die sind höhenverstellbar, wenn man das Sitzpaket nimmt, auf beiden Seiten. Eine Lordosenstütze gibt es für den Fahrer, manuell ausklappbar. Dann gibt es genügend Kopffreiheit und auch Bewegungsfreiheit. Das Lenkrad lässt sich auch weit in Höhe und Tiefe einstellen. Der Innenraum des Renault Kangoo erfreut mit guter Haptik und solider Verarbeitung. Also alles passt hier wunderbar und überrascht sogar mit einer besseren Haptik als etwa bei den Stellantis-Fahrzeugen, wie etwa dem Opel Combo Live oder dem Citroën Berlingo und den anderen beiden. Allerdings bleibt er immer noch hinter dem VW Caddy zurück. Wie der Mercedes Citan, der ebenfalls auf der Kangoo-Plattform steht, sich verhält, das weiß ich leider nicht. Falls wir uns den anschauen sollen, schreibt mir das unten mal in die Kommentare. Es gibt ein 8 Zoll großes Mediasystem mit freistehendem Bildschirm hier in der Mittelkonsole. Kennen wir so zum Beispiel auch aus den Modellen Dacia Sandero oder dem gerade überarbeiteten Dacia Duster bzw. dem Renault Captur. Es funktioniert sehr solide, es ist nicht das schnellste System und jetzt auch nicht das unbedingt intuitivste, aber es funktioniert sauber, hat eine gute Darstellung, eine Online-Konnektivität. Das heißt, wir haben Echtzeit-Verkehrsinformationen im System vorhanden. Zudem haben wir ein Kombi-Instrument mit analogen Rundinstrumenten, was sich wirklich hervorragend ablesen lässt. Der Bordcomputer bietet uns alle nötigen Informationen und lässt sich über das Multifunktionslenkrad sehr gut und einfach steuern. Zudem auch jetzt neu, der Tempomat ist jetzt ins Multifunktionslenkrad hineingewandert und da gehört er auch hin für meine Begriffe. Was es leider nicht gibt, ist ein Abstandsregeltempomaten. Den haben dafür die Stellantis-Modelle oder aber der VW Caddy. Einen richtig großen Pluspunkt verbucht der Renault Kangoo auf der Straße, nämlich beim Fahrverhalten und Fahrwerk. Das muss man sagen, das haben die Franzosen sehr gut hinbekommen, denn das Fahrzeug ist zwar straff in der Grundauslegung, bietet somit auch gerade auf kurzen Unebenheiten ja ein eher trockenes Ansprechverhalten, was sich aber verbessert, je mehr die Zuladung steigt und bietet aber auch eine ruhigere Hinterachse im Vergleich etwa zum VW Caddy, der da ja eher etwas getrampelt hat, unbeladen, und ist nicht so weich und schwammig im Fahrverhalten wie etwa die Stellantis-Fahrzeuge, wo die Lenkung zu leichtgängig ist und das Fahrzeug auch gerne mal so ein bisschen zum Wanken neigt. Das ist beim Kangoo nicht der Fall. Der bleibt einfach wirklich straff auf der Straße liegen, hat eine gute Rückmeldung über eine ja recht direkt ansprechende Lenkung. Da ist das Lenkgefühl auf alle Fälle deutlich besser. Und auch die Bremsanlage ist sehr gut, lässt sich wunderbar dosieren und hat auch einen guten Druckpunkt. Also hier haben die Franzosen definitiv vieles oder wenn nicht sogar alles richtig gemacht.
Unter der Motorhaube des TCE 100 arbeitet hier ein interessanterweise völlig anderes Triebwerk, als wir es etwa auf dem Dacia Sandero sehen oder dem Renault Captur. Man verwendet denn nämlich hier den großen TCE-Motor mit 1,3 Liter Hubraum und 4 Zylindern und hat den von 130 auf 100 PS leistungsbegrenzt. Wir haben ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmeter und der 1,6 Tonnen schwere Wagen lässt sich damit in 14,8 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. In Anführungszeichen 188 Stundenkilometer ist die Höchstgeschwindigkeit. Natürlich ist der TCE 100 als Basismotor angedacht, jetzt nicht unbedingt das Triebwerk, womit man souverän von A nach B kommt, aber durch diese Turboaufladung und den Vierzylinder haben wir zumindest einen wirklich schönen Drehmomentverlauf, ein früh anliegendes Drehmoment und der Motor dreht angenehm aus, wirkt aber dann so ab 4000 Umdrehungen eben zugeschnürt, da nimmt man dann wohl die Leistung raus gegenüber dem großen Motor und er läuft extrem ruhig und sanft. Das ist wirklich eine formidable Laufkultur, die wir hier haben, die man so auch nicht von dem Dreizylinder der PSA bzw. Stellantis Fahrzeuge kennt. Der bleibt definitiv, was die Laufkultur und auch den Verbrauch, so viel sei gesagt, definitiv hinter dem TCE 100 Triebwerk oder dem TCE 130 zurück. Ein wenig ernüchternd für den ein oder anderen Käufer dürfte sein, dass Renault bei den Sicherheitssystemen durchaus noch mal etwas hinten dran ist. Also man könnte hier immer noch meiner Meinung nach ein bisschen mehr Assistenzsysteme verbauen. Ja, wir haben zwar eine Querverkehrswarnung, es gibt auch einen Einparkassistenten, aber eben jetzt nicht einen Abstandsregeltempomaten oder ein gewisses teilautonomes Fahren ist hier auch nicht möglich. Wir haben zwar eine aktive Spurhalteassistenten, der aber natürlich von Gesetzesgeber schlicht und ergreifend vorgesehen ist. Wir haben auch ein Notbremssystem verbaut. Aber wie gesagt, so ein bisschen das letzte Quäntchen an modernen Assistenzsystemen, das bekommt man im Renault Kangoo nicht. Chapeau an Renault. Man muss sagen, mit dem neuen Kangoo der dritten Generation habt ihr es geschafft, das in meinen Augen attraktivste Hochdach-Kombi-Fahrzeug für die Privatpersonen, für Familien und auch für Campingausbauten auf den Räder zu stellen, denn er ist preislich richtig attraktiv. Dazu muss man sagen, er bietet ein richtig gutes Fahrwerkspackage, was sich gut fahren lässt, weder zu weich noch zu straff abgestimmt. Im Gegenteil, genau richtig, wie ich finde. Super kultivierter Motor. Platzverhältnisse sind gut, muss man sagen. Aber für Familien, klar, es gibt keine drei ISOFIX-Punkte in der zweiten Sitzreihe, sondern eben zwei ISOFIX-Punkte und den dritten dann an der Beifahrersitzlehne. Das ist dann zum Beispiel bei den Stellantis-Fahrzeugen andersrum. Drei hinten, vorne keiner. Da müsst ihr rausfinden, was für euch wichtiger ist. Schreibt es mir aber gerne unten in die Kommentare. Beim Antrieb muss ich auch sagen, und da kommen wir jetzt zum Thema Verbrauch. Ich war sehr erstaunt, wie gut das Triebwerk sich doch schlägt mit dem hohen Gewicht von eben mindestens 1,6 Tonnen, so wie er hier steht. Er zieht gut durch und hat einen angegebenen Werksverbrauch von 6,5 Litern und erfahren haben wir dann 6,55 Liter nach Tankung, 6,6 Liter nach Bordcomputer, haben damit einen Aktionsradius von 825 Kilometer mit dem 54 Liter großen Tank. Das finde ich richtig gut und der Verbrauch liegt damit auf alle Fälle 1 Liter auf 100 Kilometer unterhalb der Stellantis Modelle. Ich bin selber ja den Opel Combo Live über ein Jahr lang gefahren, hatte da in der Praxis einen Verbrauch zwischen 8 und 8,5 Litern und der hat in der Praxis bei mir unter selben Einsatzbedingungen lediglich 7 Liter verbraucht. Und da sehen wir, was der Vierzylinder doch noch zu leisten imstande ist, deutlich kultivierter und eben auch sparsamer. 24.200 Euro müsst ihr mindestens investieren, wenn ihr einen Renault Kangoo TCE 100 Edition One in der Basis haben wollt.
Mit allen Ausstattungsoptionen, die jetzt hier in unserem Testwagen drin sind, steht der Wagen dann bei 27.520 Euro, was ich immer noch ein sehr faires Angebot finde, zumal es ja auch noch Rabatt vom örtlichen Händler geben wird. Ich finde, Renault hat alles richtig gemacht. Jetzt seid ihr aber dran. Habe ich alles richtig gemacht? Hat Renault alles richtig gemacht? Schreibt mir unten in die Kommentarbox, welchen Hochdachkombi ihr gut findet und warum ihr ihn so gut findet. Und dann lasst uns jetzt ein wenig diskutieren. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert? Würde ich mich freuen, wenn ihr dieses tut und dem ganzen Video noch ein Like gebt. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier auf dem Kanal bei Ubi Testet. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Tschüss und Servus, euer Ubi.